Heute geht es um, wie habe ich diesen Nagel da reinbekommen? Aktiviert die Glocke. Und danke an alle Kanalmitglieder und Patreon-Supporter. Links sind in der Beschreibung. Man nennt dieses Kunstwerk Impossible Nail. Also der unmögliche Nagel. Ich meine, schaut es euch einfach mal an. Denn der Nagel hier drin ist wirklich massiv. Man kann ihn hin und her schieben. Also ist schon mal geklärt, dass das nicht einfach nur zwei Enden sind, die an das Holz geklebt wurden. Und ihr könnt mir auch generell alles glauben, was ich jetzt gleich dazu sage. Denn ich zeige euch natürlich auch gleich, wie man sowas macht. Denn dabei gibt es einen ganz besonderen Trick, an den auch ich nicht gedacht habe und auch immer noch nicht so richtig glauben kann, dass das wirklich funktioniert hat. Denn an diesem Werkstück ist nichts verschraubt und nichts verklebt. Das ist ein massiver Holzblock. Hier ist auch nichts verdübelt oder übermalt etc. Und es ist auch wirklich reine Fichte, also ist hier auch nichts 3D gedruckt. Und wenn man den Winkel des Nagels betrachtet, ist auch ein Reinschlagen von der Seite nicht wirklich möglich. Also was denkt ihr? Habe ich es endlich geschafft, Holz zu gießen? Oder wie ist das jetzt zustande gekommen? Denn ich halte es wirklich in meinen Händen. Also schreibt mir eure Vermutung gerne in die Kommentare. Denn jetzt fertigen wir einen zweiten unmöglichen Nagel. Und den verschenke ich dann an ein zufällig ausgewähltes Kanalmitglied oder Patreon-Supporter. Denn von euch lebt dieser Kanal. Also zuerst mussten wir uns einen 100 mm langen Block Fichte. Und daraufhin haben wir dann eine Art E gestaltet, indem wir um jeweils 20 mm versetzt 20 mm Nuten eingezeichnet haben. Und diese mussten wir nun ebenfalls. Diese mussten dann nur noch mit Beite, Raspel und Feile vollendet werden. Und jetzt kommt der interessante Teil, denn wir können ja nicht einfach das Holz zusammendrücken und den Nagel dann reinschlagen. Denn so elastisch ist das Holz jetzt auch wieder nicht. Oh doch! Doch, genau das machen wir. Denn Holz ist ein extrem interessantes Material. Es kam ja auch erst vor ein paar Tagen zum Beispiel ein Short über eine Holzart heraus, welche unter Schwarzlicht leuchtet. Und die meisten Holzarten lassen sich demnach auch mit einem einfachen Trick permanent verbiegen. Wir kochen Wasser. So einfach ist es. Denn wir müssen jetzt einfach nur Wasser in einem Topf aufkochen, sodass Wasserdampf entsteht. Und da muss unser Holz bzw. die zu biegende Stelle jetzt rein. Und in der Zwischenzeit bauen wir uns die Vorrichtung für den nächsten Schritt. Denn biegen ist nicht ganz richtig, eher quetschen. Und hierfür habe ich Stahl mit ausreichender Breite und einer stabilitätsversprechenden Dicke gekauft. Und dazu dann auch noch M10 Gewindestangen und die passenden Muttern dafür. Und jetzt müssen wir einfach nur das Flachmaterial mit ausreichendem Abstand zurechtsägen, sodass wir Löcher für die Gewindestangen bohren können, welche dann im Übrigen auch nahe am Holz sitzen müssen, aber so, dass es noch ausreichend Platz zum Durchpassen und, Achtung Spoiler, ausbreiten hat. Und daraufhin müssen dann einfach nur noch die scharfen Kanten entgratet werden, die Gewindestangen auf passende Länge gesägt werden und insgesamt brauchen wir auch zwei von allem. Außer von den Muttern. Da sind's vier. Aber was meinte ich denn jetzt mit ausbreiten? Na, das Holz ist jetzt elastisch. Nach circa einer Stunde im kochenden Topf können wir es aus ihm herausnehmen und recht schnell auch direkt einspannen. Dass wir es schnell machen, ist hier auch notwendig, denn was jetzt möglich ist, ist Folgendes. Man hört es definitiv ein bisschen knacken, aber ich bin wirklich fasziniert, wie easy das geht. Denn man kann sehen, das Holz lässt sich definitiv bearbeiten. Es ist flexibel geworden. Krass. Und über das Gewinde können wir jetzt nicht nur viel mehr Kraft aufbringen. Wir machen das Ganze dadurch auch automatisch, langsam und gleichmäßig. Das Wasser wird ebenfalls rausgepresst. Also wir konnten das Holz wirklich wie ein Küchenschwamm zusammenquetschen, aber warum geht das überhaupt? Beim Erhitzen mit Wasserdampf wird eine der Hauptchemikalien, aus der Holz besteht, das sogenannte Lignin, welches sich in den Zellen befindet, weicher. Holzstücke sind Pflanzenleichen und dadurch kann es dann ohne zu brechen nachgeben und tatsächlich deutlich über seinen Biegeradius im trockenen Zustand dauerhaft gebogen
oder halt auch gequetscht werden. Und in diesem Fall quetschen wir es sogar nur temporär zusammen, wie eben ein Schwamm. Denn nun können wir eine Führung für unsere Nagel bohren, beziehungsweise für das Herumschieben ein Loch mit etwas größerem Durchmesser. Beim Bohren hatte man Probleme, weil die Spannvorrichtung selbst den Bohrer blockiert. Aber man braucht nicht mal zwingend einen Bohrer, weil man den Nagel wirklich wie durch nasses Papier drücken konnte. Interessant. Na dann heißt es jetzt wieder Spannvorrichtung lösen. Und sehr spannend, beziehungsweise entspannend, ist, dass das Holz sogar wieder nachgibt. Als wäre es eine Feder. Hätte ich es in diesem Zustand trocknen lassen, so 1 bis 2 Tage, hätte es die Form sogar permanent beibehalten. Aber das hier ist natürlich noch kein fertiger Impossible Nail. Es hat nicht ganz nachgegeben, aber genau deshalb kommt es ja jetzt auch wieder in den Topf. Denn zum einen entspannt es sich dabei nochmal von selbst, aber man kann auch mit der selbstgebauten Spannvorrichtung etwas nachhelfen. Und da muss man noch nicht mal mehr irgendwas auf Maß feilen. Das Holz hat sich wieder vollständig von selbst entspannt. Und auf diese Weise erhalten wir unseren unmöglichen Nagel. Tipp auf den Daumen nach oben und abonniere Technastisch, wenn dir sowas gefällt. Und ob man Holz in einem Vakuum schmelzen kann, ohne dass es verbrennt, habe ich in diesem Video hier gezeigt.